Moin Leute, ich bin Johannes und heute gibt es den zweiten Teil von den besten Spots an der Westküste. Naja, streng genommen ist keiner dieser Spots an der Westküste, aber so weit weg sind sie auch nicht. Und schließlich will man bei einer so weiten Reise sich die Highlights aus den umliegenden Bundesstaaten auch nicht entgehen lassen. Neben den Grand Canyon und Las Vegas gibt es heute einige andere Spots, die ihr wahrscheinlich schon mal gesehen habt, aber weder den Ort noch den Namen kennt. Unsere Spots befinden sich in Arizona, Utah und Nevada. Wie im letzten Video bewegen wir uns von Süden hoch in den Norden. Aber legen wir mal los. Unser erster Spot ist der atemberaubende Grand Canyon. Der Grand Canyon in Arizona ist eine riesige Schlucht, die 450 Kilometer lang, bis zu 30 Kilometer breit und teilweise bis zu 1800 Meter tief ist. Der Canyon ist in drei Regionen unterteilt: den South Rim, den North Rim und den Inner Canyon. Der South Rim ist der meistbesuchte Teil und das ganze Jahr über geöffnet. Er ist gut ausgebaut und man findet alles, was man auf einer Reise braucht. Der West Rim ist das Stammesgebiet des Hualapaya-Indianerreservats und befindet sich im westlichen Teil des House Rims. Er hat den bekannten Grand Canyon Skywalk und andere Aktivitäten wie Helikopterflüge und Bootsfahrten auf dem Colorado River zu bieten. Das North Rim liegt etwas abgelegener und wird somit auch weniger besucht. Es ist aufgrund der starken Schneefälle im Winter nur von Mitte Mai bis Mitte Oktober geöffnet und bietet ein raueres und wildnisähnliches Erlebnis. Als nächstes geht es in die Stadt des Glücksspiels und der Unterhaltung. Las Vegas ist eine der bekanntesten und meistbesuchtesten Städte in den USA. Die Stadt liegt in der Mojave-Wüste in Nevada und gilt als Entertainment Capital of the World. Sie wurde 1905 gegründet und erfuhr in den 30er Jahren nach der Legalisierung des Glücksspiels einen enormen Aufschwung. Heute ist Las Vegas berühmt für seine luxuriösen Hotelkomplexe mit großen Casinos. Las Vegas ist jedoch schon lange nicht mehr nur das Zentrum des Glücksspiels, sondern bietet auch viele Freizeitangebote wie Shows, Konzerte, Sportveranstaltungen, ein posierendes Nachtleben und bekannte Messen. Ein weiteres Merkmal der Stadt sind die vielen Wedding Chapels, die aufgrund der besonderen Gesetze zur Eheschließung in Nevada entstanden sind. Von der Großstadt geht es nun zu einem massiven Bauwerk, nur 45 Kilometer entfernt von Las Vegas. Der Hoover Dam ist ein Staudamm an der Grenze zwischen Nevada und Arizona. Er wurde 1936 fertiggestellt, um den Colorado River zu kontrollieren und Überschwemmungen zu vermeiden. Er ist 220 Meter hoch und 379 Meter lang. Seinen Namen verdankt er dem 31. Präsidenten der USA, Herbert Clark Hoover. Durch den Damm ist der Lake Mead, der größte Stausee der USA, entstanden. Er ist etwa so groß wie Chicago oder zweimal so groß wie München. Es gibt tägliche Führungen im Inneren des Staudamms, die das Wasserkraftwerk zeigen. Für Kinder ist der Eintritt leider nicht möglich. Parallel zum Damm gibt es eine Bypassbrücke, die zu Fuß oder mit dem Auto überquert werden kann. Mit dem Auto darf man dort aber nicht halten. Von der Menge Wasser geht es beim nächsten Spot um Feuer, zumindest im Namen. Der Valley of Fire State Park ist bekannt für seine roten Sandsteinformationen. Er liegt etwa 80 Kilometer nordöstlich von Las Vegas und kann problemlos als Halb- oder Ganztagsausflug erreicht werden. Eine der Top-Sehenswürdigkeiten des Parks ist die Fire Wave, eine atemberaubende Sandsteinformation, die bis vor einigen Jahren noch ein Hidden Gem war. Ebenso beeindruckend ist der Elephant Rock, besonders bei Sonnenaufgang. Ein sehr beliebter Fotospot ist die geschwungene Mustang Road mit den Bergen im Hintergrund. Für Star Trek Fans gibt es auch einiges zu entdecken, da einige Szenen im Park gefilmt wurden. Wir bleiben bei faszinierenden Felsformationen und Gesteinsschichten. Unser nächster Spot ist The Wave. Vermilion Cliffs National Monument ist ein Gebiet in Arizona, in dem sich eine der spektakulärsten und ausgedehntesten Felswände der USA befindet. The Wave. Der Zugang zum Park ist streng durch Permits reglementiert. Informiere dich am besten auf der offiziellen Webseite über die Verfügbarkeit. Knapp 30 Kilometer entfernt finden wir unseren nächsten Spot, den Horseshoe Bend. Der Horseshoe Bend ist eine Flussschleife des Colorado Rivers, die sich um einen riesigen Sandstein schlängelt. Die Biegung hat die Form eines Hufeisenabdrucks und wurde durch jahrelange Flusserosion geformt. Der Aussichtspunkt ist etwa 10 Gehminuten vom Parkplatz entfernt und bietet einen spektakulären Blick auf den 300 Meter tiefer liegenden Fluss. Der Eintritt zum Park ist kostenlos, es wird jedoch eine Parkgebühr von 10 US-Dollar erhoben. The Horseshoe Bend ist ein beliebtes Reiseziel, versuch also die Stoßzeiten zu vermeiden. Im Sommer kann es ganz schön heiß werden und Schatten sucht man dort vergebens. Denkt deshalb an Wasser und Sonnenschutz. Von riesigen Schluchten gehen wir nun zu einem der meistbesuchtesten Slot Canyons in den USA, der Antelope Canyon. Genauer genommen gibt es zwei Canyons, den Upper und den Lower Antelope Canyon. Der Upper Canyon ist oberirdisch und der Lower unterirdisch. Wenn man die bekannten Lichtsäulen sehen will, sollte man den Upper Canyon zur Mittagszeit besuchen. Der Lower Canyon ist weniger überfüllt und man hat mehr Zeit, um Fotos von den faszinierenden Formen und Farben zu machen.
Ihn empfiehlt es sich eher vormittags oder nachmittags zu besuchen. 15 Minuten nordöstlich befindet sich der zweitgrößte Stausee der USA und auch hier haben wir wieder einen riesigen Staudamm. Der Grand Canyon Dam und der entstandene Lake Powell sind ein beeindruckendes Beispiel für menschliche Ingenieursleistung und ein beliebtes Reiseziel. Der Damm ist 475 Meter lang und 171 Meter hoch. Das Elektrizitätswerk in ihm erzeugt Strom für 1,5 Millionen Menschen. Im Gegensatz zum Hoover Dam gibt es hier keine Führungen. Der Lake Powell bietet eine atemberaubende Landschaft mit rotem Sandsteinfelsen und klarem blauem Wasser. Jetzt kommen wir quasi zum Inbegriff des Wilden Westen, das Monument Valley. Das Monument Valley liegt mitten in der Wildnis und ist Teil des Navajo-Indianerreservats. Das Krasse an ihm ist, dass quasi aus dem Nichts plötzlich Felsen aus dem Boden schießen. Der Regisseur John Ford war nach seinem Besuch dagegen so begeistert, dass er dort zahlreiche Westernfilme aufnahm. Dadurch wurde das Valley sehr bekannt. Es gibt eine 27 Kilometer lange Schotterstraße, über die man das Gebiet sehr gut erkunden kann. Dafür solltest du besser ein geländetaugliches Auto haben oder du buchst eine Tour vor Ort. Für Wanderungen abseits der Straße musst du eine Führung buchen. Ausnahme ist der 5 Kilometer lange Wildcat Trail. Vom Wilden Westen geht es jetzt nach Zion. Oder besser gesagt zum Zion National Park. Der Zion National Park zeichnet sich durch hohe Plateaus, schmale Canyons und beeindruckende Felsformationen aus. Den hebräischen Namen Zion bekam die Gegend von den mormonischen Siedlern. Er kann mit Zufluchtsort oder Heiligtum übersetzt werden. Der Park ist berühmt für den Zion und Collop Canyon sowie für die Narrows. Bei den Narrows wandert man in einer imposanten Schlucht durch den Virgin River. Wie bei allen Wanderungen in Slot Canyons sollte man dabei das Wetter im Auge behalten. Eine der beliebtesten Wanderungen im Park ist Angel's Landing, bei der man entlang einer steilen Felsklippe klettern muss. Dafür benötigt man jedoch ein Permit und ein gebuchtes Zeitfenster. Felspyramiden auf über 2000 Metern gibt es bei uns im nächsten Spot, der Bryce Canyon. Der Bryce Canyon in Utah ist ein kleiner Geheimtipp unter den Nationalparks der USA. Dort kann man hunderte goldleuchtende Felspyramiden sehen. Sie erinnern mich an Hinkelsteine. Es gibt zahlreiche Wanderwege im Park. Der Queen's Garden Navajo Loop ist besonders empfehlenswert. Wichtige Aussichtspunkte im Park sind Sunrise Point, Sunset Point sowie Bryce Point. Der Park ist das ganze Jahr über geöffnet, im Winter kann es jedoch zur Straßensperrung kommen. Ein Sonnenaufgang am Bryce Canyon ist wärmstens zu empfehlen. Wir beenden unsere Reise im Arches National Park. Uns erwarten über 2000 Steinbögen. Der Arches National Park liegt in einer wüstenartigen Region im Osten von Utah. Der bekannteste Steinbogen ist der Delicate Arch. Zwischen April und Oktober muss man für bestimmte Zeiten ein Ticket buchen oder den Park außerhalb dieser Zeiten besuchen. Der Park verfügt über zahlreiche Aussichtspunkte und Wanderwege, einschließlich der Panoramastraße Arches Scenic Drive. Man kann hier wegen der geringen Lichtverschmutzung auch ausgezeichnet gut Sterne gucken. Damit sind wir am Ende unseres Videos. Wie viele Orte hast du wiedererkannt? Es bleibt zu fragen, ob du weitere Empfehlungen in dieser Region hast. Über welches Land oder Region wünschst du dir als nächstes ein Video? Schreib uns das gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da. Ansonsten findest du weitere Informationen auf unserer Webseite. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes von Hidden Gem.